Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Avatar. Leider ist es in der letzten Folge so passiert, dass das Spiel abgestürzt ist. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber wir waren auf dem Weg zurück zur Litav, um im Flusslauflager ihr Bescheid zu geben, dass mit diesem dieser Häuptling da, der Älteste, da die weißt du, die Fäden zieht da so ding, 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 ding. Die Gitarre zupft, meine ich. Nicht zieht, sondern zupft. Und ich gehe mal davon aus, dass wir machen einfach mal eine Schnellreise dahin, um nicht so viel Zeit wieder zu verlieren. Ne? Das ist wohl am einfachsten, finde ich. So, genau. Wo bist du denn da? Hier bist du doch. Hallo. Du bist zurück. Ja, hier. Hast du diesmal Neuigkeiten? Ja. Ninyang macht diese Geräusche. Er übt ein neues Instrument. Von einem anderen Clan. Die Sarentu sind begnadete Geschichtenerzähler. Aber das klingt zu fantastisch. Er will das Instrument meistern und es dem ganzen Clan vorführen, wenn er bereit ist. Oh, das war kein Scherz. Ninyan, diese Geräusche waren grauenhaft. So viel steht fest. Ich muss zugeben, dass mich seine Entschlossenheit beeindruckt. Vielleicht habe ich ihn zu schroff behandelt. Kann sein. Jetzt können die Kinder ruhig schlafen. Ja. Und ich warte auf Ninyans Unterhaltung. Genau. Schöne Quest. So, einfache und leichte Quest war das. Clan. Haben wir was dafür bekommen? Ninyans noch durch den Armschmuck ausgezeichnet. Gehen wir direkt rein, rüsten das aus, sonst vergessen wir das. Charakter, Armschmuck, da. Wird irgendwas hier was noch verbessern? Das wäre der, würde das noch mal. Der würde das noch weiter aufsteigen lassen. So, okay, dann. Und der Schmuck natürlich, ne? Jawohl. Luffy. Luffy, was hast du denn? Okay, ach so. Wir könnten ja. Luffy. Nämlich, dann könnten wir hier. Das wäre auch neu, Fluffy, ne? Aber. Du hast mir so eher gefallen, Fluffy, ne? Diese Farbe war schon schön. Das lassen wir so. Okay, gehen wir mal in den Quest-Menü wieder rein. Lügel, King War, sprich mit Eduard im klingenden Heimatbau. Das machen wir. Wir machen mal schnell die Schnellreise dahin. Schnellreise dahin. Zack, und quatschen mal mit denen. Und gucken, was für einen Auftrag der für uns noch hat hier. Damit wir endlich mal auf die 7 kommen, damit wir diese Quest auch machen können. Ne? Ich weiß nicht, ob man eventuell auch so die Quest machen kann, aber Seide im Krieg nützlich sein. Da oben ist er. Für die Pfeile. Da ist auch nochmal ein Auftrag. Ich habe keine Ahnung, was schief geht. Hoffentlich hab ich was für dich. Aha. Neuen Sattel empfangen. 26. Oh. Nehme ich gerne alles an. Würde ich gerne annehmen, aber ich habe keinen Platz mehr. Ah, nicht genug Clan-Gunst, okay. Schade. Komm her, wenn du mehr brauchst. Mach ich, warte mal, lass mich mal hier gucken. Hoffentlich sorge ich mich ohne Grund. Was hast du für mich? Wonach suchst du denn heute? Gaben. Zutat hier. Ich nehme mal diese Zutat hier. Und der Rest, den kann ich mir leider also nicht nehmen. Also dann. Mein Scharfschütze, was benötigst du? Ich muss mir jetzt noch hier die Gunst. Bleib wachsam, Kind. Liefern. Was können wir denn liefern? Einfach mal alle aufhören, darüber zu reden. 23, 20.
Sind wir wirklich? Warte mal. Ja, genau. Lieferungen, Erkunden, hier Clanbeiträge. Jägerrast, Clanbeitrag, Klingor, was? Natterwolfzahn. Okay, das können wir machen gleich. Für den Krieg. Wir gehen erstmal. Wir brauchen starke Waffen für diesen Krieg. Ja. Ich werde im Heilkreis benötigt. Kannst du mich dort treffen? Mein Freund wird bald eins mit Ewa. Okay. Und es würde ihm viel bedeuten, Zeuge der Rückkehr der Sarentu zu werden. Kein Problem. Aber erst müssen wir hier in die Richtung, weil wir müssen hoch. Sie haben diesen sogenannten Tanzkampf. Ich meine, im Ernst? So. Oh ja. Sie kämpfen und tanzen gleichzeitig. Sprich mit Eduard in Klingon. Ja, Velfilo führt bald eine Jagdgesellschaft raus. Willst du mitkommen? Letztes Mal, als ihre Familie geführt hat, wurde irgendwann mit Essen geworfen. So, gehen wir mal hier hoch. Vielleicht eventuell hier. Ah, wir müssen ein bisschen Nahrung zu uns nehmen. Wir haben gar keine mehr. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Ist sie denn hier oder ist sie jetzt da unten? Genug, um aus dem Himmel angreifen zu können. Hä? Da ist sie doch, glaube ich, ne? Ja. Komm, mehr Kinglor möchte. Ah, der Duft. Die süßen Kinglor-Blumen zaubern allen ein Lächeln ins Gesicht. Eine neue Königin wurde geboren. Dank dir ist dies nicht mehr das einzige Nest. Der Wald ist bereit für die Rückkehr der Kinglor. Doch sie brauchen Hilfe. Die neue Königin kennt nur den Heimatbaum. Ich möchte helfen, wenn sie mich lässt. Das wird sie. Stetes Herz sieht stete Flügel. Erinnerst du dich? Du musst sie nur in den Wald führen. Sie wird den Baum als ihr neues Zuhause wählen. Mhm. Aber beobachte sie. Sie wird dir zeigen, wohin es geht. Meide Gefahren, vor allem Wasser. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Andernfalls wird sie davonfliegen. Vielleicht sogar hierher zurück. Es sei denn, sie macht an einer Blüte Halt. Okay. Mal sehen. Oh, das ist jetzt, kümmere dich um die Beschwerden der Kinglor-Königin. Stresspegel hilft der Königin, ein neues Zuhause zu finden. Es gibt einen Ruheplatz für die Kinglor-Königin südwestlich des Heimatbaumes am Jägercamp. Kämpfen, schwimmen, fliegen und reiten erhöhen die Stressbelastung der Kinglor. Okay. Was? Kämpfen, schwimmen, fliegen. Also kein Kämpfen, kein Schwimmen, nix. Ah, oh, und auch nicht mal laufen. Wir müssen uns durch den Wald schleichen, na schön. Ich werde Sommer in diesem Kampf rächen. Ich habe Angst, dass wir zu viele Leben im Krieg verlieren werden. Wir müssen mal hier runtergehen. Kein Wasser. Kein Wasser. Hilft der König. Okay. Die ist ja direkt hier. Also kein Wasser eigentlich, ne? Können wir ja mal stressfrei mal darüber laufen, würde ich sagen, ne? Und bringen diese Königin zu ihrem Platz. Da vorne. Wir dürfen nur nicht kämpfen, das ist. Ich habe gesehen, dass der Stresspegel ganz schön schnell hochgeht.
Oh, sie ist auch springen dürfen wir auch nicht, ey. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Wie weit sind wir noch? Nicht mehr so weit, nicht mehr so weit. So. Ich hoffe, es gibt keine Überraschungen jetzt gleich. Ne? Oh, springen dürfen wir auch nicht. Gehen wir mal hier entlang. Gehen wir mal hier durch. Aua, oh, das war jetzt mein Schädel. Eine Frucht, die sammeln wir mal ein. So, gib die Frucht her. So, da vorne ist es doch. Ah, nicht übers Wasser laufen. Nicht übers Wasser laufen. Vermeide Wasser. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hallo? Hä? War doch gerade hier noch. Wo ist es denn hin? Ach da, ja, hier. Ah, okay. Da haben wir es doch geschafft. So. Zeit verbleiben. Warte, bis die Königin gefressen hat. Haben wir? Okay, hebe die Königin auf. Du hast dich gestärkt. Lass uns jetzt deinen Baum finden. Okay, da ist er. Also müssen wir hier. Wir dürfen nicht übers Wasser, sonst wird sie gestresst. Deswegen müssen wir hier. So, da drüber. Aha, okay. Bis jetzt war es Gott sei Dank ganz ruhig, ne? Also wir hatten jetzt keine großen Probleme. Wir müssen weiter in die. Da ist die Brücke. Da hoch. Weil wir nicht übers Wasser laufen dürfen. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwo. Oh doch, da. Stress-Tiere. Stress, da. Aufpassen. So. Wir versuchen, keinen Stress auszuüben. Hier. Okay, sehr schön. Da hinten hin müssen wir. Ich sehe Raubtiere. Da. Nee, das sind normale. Nee, keine Raubtiere. Okay, da die Richtung. Ist nicht mehr weit, ne? Oder? Doch, wir müssen hier an den Glockenzweig vorbei, Wiese des Lichts. Oh, wir könnten hier über diesen Stamm laufen eigentlich, ne? Ist es der? Ja, aber irgendwie scheint er von uns ein bisschen weiter weg zu sein. Es kommt hier kein Stress auf. Hier. Wir könnten hier drüber laufen. Es ist am sichersten, glaube ich, wenn man auch oben drüber läuft. Und dann ist man etwas von den Gefahren. Das ist doch der Stamm. Siehst du ja genau. Der führt uns genau dahin. So, und da bleiben wir auch hier auf dieser riesen Wurzel. Und laufen dann mal in die Richtung. Wunderschön, das Spiel. Wunderschön. So.
Dann geht's hier entlang. Genau. Leichter Stressanstieg, weiß nicht warum. War da irgendwas hier? Ja. Ein leichtes Raubtier vielleicht. Aber da vorne kommen wir der Sache schon etwas näher. Ja. Wir können auch, ich glaube, etwas schneller gehen, wenn wir immer an diese Pflanzen. Da. Ich glaube, hier oben ist ihr Platz. Wenn mich nichts täuscht. Oh. Nicht übers Wasser laufen. Nicht übers Wasser laufen, ne? So, hier können wir hoch. Am Baum hoch, genau. So, und hoch. Wir sind fast da. Gleich geschafft. Ach, gleich hast du es geschafft. Genau. Wo ist das denn jetzt? Hier? Vorsicht. Hä? Oh, ne. Kinglorn-Nestbaumflora. Ist die Frage nur, wo ist denn jetzt deine? Ist das hier? Nee. Ich habe nicht verstanden, vielleicht hier. Hier unten. Übersehen muss ich irgendwas haben. Ja, ich weiß, aber wo muss ich sie denn ablegen? Hier ist, ach, hier ist doch die Pflanze, genau. Gut versteckt. So eine Art wie Biene oder so, würde ich sagen, für diese Biotop hier. Ja, da haben sie ihre Nester, siehst du. Wunderbar, es ist geschafft. Geschafft. Viel Freude im neuen Heim. Jawohl. Steht Flügelteil 1. Besuche das Kinglorn-Nest an der Spitze des Heimatbaums, um sie nach oben eine neue. Bin bereit für ein neues Zuhause im Wald ist. Okay. Das wäre dann die nächste, Teil 2. Aber ich würde fast behaupten, wir gucken mal. Und ups, das war daneben. Jepa. So, das hat natürlich gleich zu Knochenbrüchen geführt und sonst was da. Ne, wir gehen mal. Wir wollten ja was bringen. Wir folgen mal der Quest und wir müssten, wir reisen mal hier hin, weil wir haben das Teil, das können wir nämlich abgeben. Und dann hätten wir das auch gemacht. Die Besorgung für den Clan, ne? Dann wären die nämlich auch erledigt. Und dann müssten wir nicht so lange rummachen. So, wo bist du denn? Uiuiui. Halt die Füße still, so. Da ist es doch, das können wir abgeben. Unsere Speere werden sie schmücken wie Federn. Clanbeitrag, jawohl, wunderbar. Was haben wir noch für Jagd? Grünes Färbemittel. Wir haben Färbemittel bekommen. Das können wir wo einsetzen? Nirgendwo erstmal. Das ist wahrscheinlich für die Herstellung. Aber ich meine, wir hätten dann noch irgendwo eine Schiene bekommen.
Die ist schon an. Ja, Schmuck. Haben wir schon drauf. Ne, warte mal, da war noch was hier. Ne, genau. So. Dann gehen wir nochmal in den Quest-Menü. Fähigkeiten. Fähigkeitsmenü haben wir ja auch. Wir können da nochmal was machen. Sanfte Landung Ahnenfähigkeit. Tiefe Verbindung Ahnenfähigkeit. Lerne mit diesem Erinnerung den Sarentu deine Ikran-Bindung zu verbessern. Eure Verbindung steigt. Die Sarentu-Reiter helfen dir dabei, das Band mit deiner Ikran zu stärken. Mhm. Nun könnt ihr gemeinsam weiterreisen, große Schlachten schlagen und dem Horizont entgegenfliegen. Das wäre hier. Okay, und wo ist das? Und wir sind hier. Das Maximum, wo wir hinreisen können, Schnellreise, wäre hier. Okay. Dann können wir das mal holen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Die Folge ist schon wieder leider zu Ende. Ich danke fürs Zuschauen. Wer noch nicht geliked hat, noch nicht abonniert hat, kann es gerne machen. Bis zur nächsten Folge.